Ja, und damit Hallöchen, Popöchen, und da sind wir jetzt zurück bei Humanity. Wir sind ja momentan auf der Suche, das war irgendwie Schleim kriegen. In der letzten Folge habe ich euch ja kurz gezeigt, dass man auf der Map sich diese Schleimchunks anzeigen lassen kann. Ich mache die mal wieder raus. Wo war das? Overlay Setting. Weil ich es langweilig. Weil ich finde es langweilig. Bin ich ganz ehrlich. Lieber gehe ich so erkunden und hoffe, dass ich was finde, als einfach in Slime Chunks zu warten. Das, ne? Finde ich jetzt irgendwie keine Herausforderung. Sich in Slime Chunks stellen und dann zu warten, dass da was spawnt. Ist für Farmen hinterher natürlich super. Was ist das denn? Black Rose. Rich Hazelock. Klingt auch spannend, nehme ich mit. Sind aber groß, die Bäume. So, ich habe ein bisschen Angst, hier reinzugehen, da bin ich ganz ehrlich. Wir suchen aber nur Frösche, also nicht die Quarkfrösche, sondern die Frösche vom Mystical World oder die Käfer vom Mystical World. Oh. Denn wenn wir die töten, sollten wir halt nicht Schleim kriegen. Hat jetzt beim letzten Mal nicht so ganz gut geklappt mit dem Schleim, bin ich ganz ehrlich. Oh, hallo. Tschüss. Die Ecke ist auch schön hier, ne? Sieht jetzt nicht so einladend aus hier, der Sumpf. Es ist doch ein Sumpf, oder? F3. Das ist sogar ein Moor. Das ist Witchwood Moor. Das bedeutet, dass hier Hexen spawnen. Ansonsten weiß ich, okay, ja, Witchwood heißt das Holz. Wüsste schon, warum es so heißt, aber. Oh, das war ein großes Moor. Junge, Junge, Junge. Aber wir sehen hier. Die Frösche suchen wir nicht. Die suchen wir nicht. Wir suchen die aus der Mystical World Mod. Weil die Quark-Dinger, die geben uns leider nicht den Schleim, den wir brauchen. Es ist auch kein Slime übrigens gespawnt. Wir haben Slimy Bees hier. Mit denen können wir momentan noch nichts anfangen. Da müssen wir in Zukunft ein bisschen mit der Resourceful Bees, mit der Mod, uns beschäftigen. Aber da vorne ist auch schon Schleim. Haben wir jetzt so viel Glück? Haben wir so viel unverschämtes Glück? Das ist ein Slimy-Netz. So sieht das also aus. Okay, warte mal. Das markiere ich mir als Waypoint. Slime-Nest. SN. Oh, nee, nicht SB, SN bitte. Danke. Dann finden wir das nämlich auch wieder. Wie gesagt, die Frösche hier, die geben uns leider nichts. Ja, Froschschenkel. Aber Froschschenkel können wir nichts machen. Das ist das Problem. Oh, schade. Ich dachte gerade, das wäre ein Slime-Block, der einfach so random hier spawnt. Ich habe mich schon voll gefreut. Also ich habe mich schon gefreut, dass wir endlich fertig sind mit der Suche, aber nee. Noch ein Slimy-Nest. Haben 36 HP, ne? Wir könnten die eigentlich mitnehmen. Na komm, die lassen wir jetzt noch. Wir haben noch keinen Raum für die, wo wir die irgendwie ansiedeln können. Da vorne ist nur wieder ein Slimy-Nest. Hey, da sind die Slime-Bees. Sieht schon süß aus. Oh, hinten sind Lisas. Aber ich glaube nur eine. Mal wieder. Aber das wäre mir egal. Wenn nur eine. Wenn die Slime droppt, bin ich schon happy. Wir müssen die jetzt nur finden hier vorne. Oh, hier. Oh, mehrere. Ah, das sind Baby-Lisas. Diese 50% Dropquote. Dich lasse ich in Ruhe. Du bist noch klein.
Okay, Oaklock, der einfach hier so liegt, random. Ja, weiter Richtung Osten. Wissen doch hier irgendwann mal auf Slime-Blöcke treffen. Also klar, die Bienen, ne, die haben Slime. Oh nein. Der ist nicht nett. Ich hab vergessen, dass die in dem Modpack drin sind. Alligatoren. Das habe ich verdrängt. Oh, wir kommen aber jetzt ja auch von Sumpf in einen anderen Sumpf, ne? Oh. Naja, gut, es passt, ne? Wir schaffen es ja immer irgendwie als erstes ein Dschungelbiom oder ein Sumpfbiom zu finden. Ich meine, diesmal haben wir beides nicht so früh gefunden. Ich war schon ein bisschen schockiert, dass wir keinen Dschungel oder Sumpf gefunden haben. Ich meine, auch für den Dschungel mussten wir ja so weit rennen, ne? Wenn ihr euch dran erinnern könnt, wir mussten für den Dschungel auch gefühlt 20.000 Kilometer weit rennen. Ich bin aber nirgendwo. Ich finde hier keine Lisas, also keine Beetles. Ich finde hier nicht die Frösche, die wir brauchen. Ich finde Slimy Bees ohne Ende. Das ist schön, das freut mich auch. Aber von denen kann ich momentan noch nicht abgrabbeln. Und ich will das Nest auch nicht abbauen, weil wir haben noch kein Space für die. Eine Reed Bee. Ah, warte, das hier ist das Nest dann, ne? Das obere müsste das Nest sein. Ja, Reed Nest. Hier ist eine Mason. Sind wieder Mason Bees? Habe ich das richtig gesehen? Ja. Warum gehe ich denn durchs Wasser, wenn ich hier gehen kann? Oh, hier ist wieder irgendwas nicht reingespawnt. Das haben wir ja schon ein paar Mal gesehen. Dass hier gerne mal so Löcher im Boden sind, wo irgendwas versucht hat reinzuspawnen und das Spiel sich gesagt hat, nee, du spawnst jetzt hier nicht rein. Hm. Wir könnten jetzt links rumgehen oder rechts rumgehen. Ist eigentlich egal, weil hier gibt's. In dem Biom werden wir sowieso keine Lisas, glaube ich, finden, oder? Dürften auch keine Lisas sein. Und wenn sind das kleine, also kleine Käfer. Oh, hier ist voll schön. Also die Ecke hier gefällt mir wirklich sehr, sehr gut. Ein bisschen Angst, dass ich hier in eine Höhle reinstürze. Aber guck doch mal, voll schön hier. Ich will umziehen. Also wirklich umziehen. Vielleicht machen wir hier mal so Sommerresidenz oder so. Ja, ich habe ja gesagt, das wird ein bisschen dieses Longplay oder Play-Along. Ja, Longplay müsste ich die Klappe halten. Ich ehrlich, kann ich nicht. Also wirklich, die Longplays, die ich hier auf dem Channel hochgeladen habe, 1.18 und Vanilla Plus 1.18. Freunde, ihr glaubt nicht, wie viel Selbstgespräche ich da geführt habe. Oh, was ist das denn? Tomatillo, nehme ich mit. Oh, ganz viel. Und Hühnchen. Du hast nichts gesehen. Weil du bist tot. Warte mal. Den Farn würde ich gerne mitnehmen. Habe ich keinen Platz mehr? Nee, ich habe keinen Platz mehr. Tatsächlich nicht. Mal erstmal alles jetzt hier hinten rein, was ich gerade so nicht brauche. Also eigentlich alles. Bei den Longplays, die ich damals mal gemacht habe. Ich habe so viele Selbstgespräche mit mir geführt. Das war wirklich... Vorne ist ein Signpost. Aber wie gesagt, dieses Play-Along, wir wollen ja so viel wie möglich hier machen. Also es könnte vielleicht ein bisschen länger dauern, das Projekt. Aber da habe ich auch wirklich gesagt, Bock drauf. Wie gesagt, Multiverse Expanded bin ich auch momentan... Habe ich auch gestern... Noch Folgen wieder aufgenommen. Da kommt auch bald wieder was. Das Projekt ist nicht tot. Was ist das? Horsweed, ne? Ja, Horsweed. 400 Blöcke in diese Richtung. Das müssten wir auf der Map sehen. Aber was gibt es hier? Es müsste hier oben sein. Wollen wir da jetzt hingehen, ist die Frage. Müssten wir eigentlich, weil hier vorne kommt nur noch mehr. Multiverse Expanded, wie gesagt, geht auch bald weiter. Nächste Woche, beziehungsweise wenn die Folge kommt, müssten die schon eigentlich wieder laufen, die Folgen. Der Grund da war einfach, dass ich wenig Zeit hatte die letzten paar Wochen.
Deswegen habe ich mich eher auf Humanity konzentriert, weil Humanity ist einfach entspannt. Ja, ein bisschen quatschen. Hello Grassblock, okay. Einfach ein bisschen. Oh, warte mal, ich habe doch Silke jetzt dabei. Cool. Wir können jeden schönen Block, den wir sehen, mitnehmen. Einfach weil dieses Play-Along viel entspannter ist. Na, du musst nicht so viel schneiden. Ich weiß, bei einigen Videos vom Longplay ist vorher noch mein Intro bei YouTube mit drin, bei einigen wiederum nicht. Das liegt einfach daran, je nachdem wie viel Zeit ich hatte. Und die letzten Wochen waren, oder letzten zwei Wochen, da hatte ich leider nicht wirklich so viel Zeit. Nicht so viel Zeit, wie ich mir gewünscht hätte. Ah, schade, das wäre eine Ruine. Deswegen, zwischendurch habe ich das Intro mit reingepackt. Zwischendurch nicht, je nachdem wie ich den Tag wirklich Zeit hatte. Aber Gott sei Dank ist die Phase jetzt auch wieder rum. Ne? So Phasen hat man ja immer mal im Leben, wo man mal mehr Zeit hat für Sachen, mal weniger Zeit. Ah, das war der Point of Interest. So interessant ist der aber gar nicht. Oh, da ist ein Creeper drin. Oh, das klingt aber nicht gut. Haben wir hier irgendwo... Hier unten sind Lisas. Lass mal hier hin. Zum X da hinten. Ich gebe nicht auf. Ich gebe nicht auf, dass wir noch... Was ist das für eine Biene? Ach, wie eine Reed Bee. Okay. Ich gebe nicht auf, dass wir von den Lisas Slime kriegen. Wo war der? Hallo? Ja, Slime! Ah, schade. Übrigens, 50% Droprate, ne? Wir haben, glaube ich, jetzt schon 8 Lisas getötet. Das war der erste. Wisst ihr Bescheid? 50%. Hm. Spür ich Spiel. Spür ich. Und ja, bei den neuen Multiverse Expanded Sachen, da machen wir auch ganz coole Sachen. Da freue ich mich schon drauf. Da freue ich mich auch wirklich drauf, wieder jetzt am Wochenende. Wir haben momentan Freitag, morgen ist Stream eigentlich angesagt. Wenn nichts dazwischen kommt natürlich. Ach, der Creeper ist halt runter in der Höhle. Ist ja langweilig. Ach, das ist manischer Teufel. Boink. Ich weiß nicht, ne? Hier zwischen, das sieht so aus, wenn hier immer irgendwas nicht richtig reinspawnt. Ich hab immer ein bisschen Angst, dass ich einen Endermann angucke, obwohl ich jetzt auch dieses Imba-Schwert habe, womit das eigentlich egal ist, wenn wir angucken, aber ich möchte trotzdem keinen Endermann provozieren. Hallo Willis! Also Villager, wer bist du? Wie heißt du? Vaelzahn. Ups. Ah, okay. Wieso sind hier zwei Netherite-Scraps drin und ein goldener Apfel? Und ein Lederhaus-Armor? Okay, nehm ich mit. Blast-Protecten. Krass. Bringt uns aber nicht. Ich weiß, ich habe beim letzten Haus auch den Eisenblock nicht mitgenommen. Danke, Willis. Okay, wir haben eigentlich Schleim. Ne? Wir könnten theoretisch wieder nach Hause, aber ich will das nicht. Ich mag das Erkunden gerade so. Das sieht alles so schön aus hier. Und wir erkunden noch ein bisschen weiter. Wir gehen noch ein bisschen. Nur ein bisschen gucken. Nur mal kurz gucken. Den Eisenblock lasse ich, wie gesagt, da, weil er bringt zwar EMC, klar. Und seid ihr wieder Piranhas? Hallo? Können wir mal still bleiben? Okay. Übrigens, ich weiß nicht, was das immer für ein weißes Quadrat ist, was zwischendurch aufploppt auf der Map. Ich habe es bis heute noch nicht verstanden. Oh, ich will doch nicht. Ich will doch nicht in die Richtung. Das ist ein Dschungelbiom. Aha. Habe ich nicht in der letzten Folge, ne, vorhin noch gesagt, ja, wir haben noch keinen Dschungel gefunden. Das Spiel ist kaputt. Das Spiel ist echt kaputt. Ich habe gerade meine Hand im Gesicht. Okay. Kaum sage ich's. Bin wir im Dschungel. Wie man in den Wald hineinruft, nicht wahr? Na komm, da gehen wir jetzt durch. Könnte vielleicht ein bisschen länger. Wir probieren es mal. Problem ist einfach die, wie... Ranken, da hat OBS meistens keinen Bock drauf. Ich weiß auch nicht warum, woran es liegt. Ich habe OBS
schon ein paar Mal versucht, vernünftig damit einzustellen. Ich habe schon mal eine Creative World oder eine eigene Welt. Dann im Creative Mode natürlich, um zu gucken, ob alles funktioniert. Getestet, ob es vielleicht damit zusammenhängt, womit zusammenhängt und ob man das irgendwie besser einstellen kann in OBS. Ich krieg's nicht. Dschungelbiome kriege ich in OBS einfach nicht vernünftig abgegrabt. Ich weiß nicht, wo es liegt. Was ist das für ein Biom? Tall Jungle. Jo, der Name ist Programm. Würde ich mal so sagen. Werden die schon Bambus mitgenommen? Oh, ich vergesse. Haben wir wieder auch Silk Touch? Ach, da ist ja eine Ho mit drin, ne? Im Katar. Stimmt, deswegen können wir Leafblöcke mit abbauen. Richtig. Wieso ist so viel Rot da vorne? Seht ihr das auf der Map? Das sind Entitäten, die da liegen. Wieso? Warum? Liegen so viele Entitäten hier im Wasser? Da liegen doch gar keine Entitäten im Wasser. Wie, was ist los mit dir? Haben wir Frösche? Ne. Also nicht die Frösche, die wir brauchen. Doch, Kelp. Das ist alles Kelp. Hier liegt ganz viel Kelp. Aber warum nicht so viel Kelp? Ich meine, World-Gen-technisch kann das schon mal passieren, ne? Aber nicht in der Masse. Ihr seht es oben auf der hier auf der Minimap, das ganze Rote, das sind Entitäten, die auf dem Boden liegen. Okay. Ey, übrigens, Tag 200 haben wir überall überlanden. Ja, überlanden haben wir das. Überlebt. Ja, gut, überlebt. Ne? Mit One Life eher nicht so. Ich glaube, sind 6-mal gestorben oder so. Das können wir noch nachgucken. Statistik. Wo ist das denn? Player Kill. Ist das nicht hier? Mobs killed. Ja, mich hat noch kein Mob, glaube ich, getötet. Ich bin immer selbst gestorben, weil ich irgendwo runtergefallen bin. Richtig schlau. Ja. General. Steht das hier nicht irgendwo? Games quit. 21 Mal habe ich die Welt schon betreten und wieder. Ah, ja, okay. Mobkills. Oh, wir haben 381 Mobs schon getötet. Ah, hier. 4-mal sind wir gestorben. Hm? Doch, das wäre mehr gewesen. Wir sind also. Zwischendurch sind wir halt wirklich lächerlich gestorben. Ne? Das muss ich leider dazu sagen. Wir müssen in die Richtung, aber wir kommen hier nicht wirklich weit. Gehen wir hier. Oh, ich habe schon wieder Hunger. Oh, ich habe auch nichts zu essen mitgenommen, ne? War jetzt nicht so schlau. Ich hätte mir vielleicht vorhin das Brot mitnehmen sollen beim Villager. Also ich glaube, wir sind 3-mal gestorben wegen Fall Damage. Richtig dämlich. Weil ich einfach doof runtergesprungen bin irgendwo. Aber gesagt, hier, das sieht halt immer so aus, als wenn hier irgendwas fehlt. Ne? Als wenn hier irgendwas versucht hat reinzuspawnen, es aber nicht geschafft hat. Oder als wenn man eine Mod entfernt hat, die hier normalerweise reinspawnt. Green Carpenter Bee. Okay, cool. Oh, warte mal, hier vorne. Das ist so weit oben. Ich hätte gerne Kakao sonst mitgenommen, aber wenn das so weit oben ist, weigere ich mich. Oh, meine Nase juckt. Ah, guck mal, kurz auf der großen World Map. Hier irgendwo was Spannendes sehen. Ja, ganz viele Bienen natürlich, klar. Warum auch nicht? Hier müsste wir ein Plains-Bion kommen, wenn, so wie das aussieht. Was ist das denn für ein Symbol? Seht ihr das hier? Oh doch, das ist eine Schnappschildkröte. Nein, die gibt es ja auch wieder. Ja, Schnappschildkröten. Das ist nicht gut. Also, mit unserer Rüstung sollte die uns relativ wenig Damage machen, aber die sind halt nervig. Guck mal, hier kann man direkt durchgehen. Das ist ja convenient. Hm, hm, hm.
Ja, aber schade ist bei der Far From Home Mod, weil es über den Open Terrain Generator gemacht wird. Es gibt wenig Structure Mods, die damit wirklich auch kompatibel sind. Finde ich ein bisschen schade. Dann kommt ein Plains-Biom, wie gesagt. Hier so Erzbiome, ne? Erzbiome. Jo, Erzbiome. Guten Morgen. So Biome, die neue Erz hinzufügen, das ist überhaupt kein Problem, in die World Jam mit einzubauen. Aber why ever haben die ein krasses Problem damit, bei OTG Strukturen irgendwie hier einzubinden. Ich meine, es gibt hier auch eigene Strukturen, wie wir zum Beispiel bei uns in der Siedlung neben der Universität das Ding haben, diesen komischen Brunnen. Das ist von Far From Home. Aber ja, so zwischendurch werden so ein paar Strukturen hier auch ganz nett, ne? Die Villagerhäuser, die funktionieren von Valhelsia. Davon die Sachen funktionieren generell komischerweise, aber es gibt auch einige Mods, die einfach überhaupt nicht kompatibel sind mit den OTG. Ist das eine Wüstenpyramide? Also ist das ein Desert-Tempel? Als ob wir hier einen Desert-Tempel finden. Eine Bumblebee! Oh. Guck mal, wie dick die ist. Oh, voll süß. Oh, du bist so dick. Ich hab mir einen Screenshot gemacht. Einfach, weil die so süß dick ist. Knuffig. Ist das hier ein... Ist der legit? Oh, kann legit zu sein. Ich weiß nur nicht, ob hier unten was spawnt, ne? Das ist die andere Frage. Oh, mit dem letzten Schlag. Ich mach mal den Stone hier weg. Ich glaub, der ist legit. Was kriegen wir denn hier schönes? Ein Spirit Orb? Iron Horse auch nicht mit. Sand nehme ich auch ein bisschen mit. Jo, drei Amethyst, natürlich. Punch 2. Knochen haben wir jetzt. A plus your genesis spins around you at least most of the time. Aha, okay. Interessantes Scroll. Noch ein Spirit Orb. Wir müssten doch noch zwei haben, ne? Einen haben wir. Schade. Supply gehört. Zeitschätz brauchen wir nicht. Ehrlich. Gunpowder nehme ich auch mal mit. Ich glaube, Gunpowder kenne ich noch nicht. Oder kennt meine EMC noch nicht. Oh, cool. Oh, Diamond Horse Armor, die nehme ich aber auch mit. Goldener Apfel. Da haben wir schon zwei von. Ja, Gunpowder, wie gesagt, nehmen wir mit. Oh, wir können uns wieder ein Herz mehr geben. Oh, perfekt. Ich schmeiß das mal alles hier hinten wieder rein. Time with the Bottle bleibt hier. Den goldenen Apfel lasse ich auch im Inventar. Einfach, falls wir was brauchen. Und die Knochen würde ich auch. So 9 Stück im Inventar lassen. Ach so, ja, ich brauche den Sand jetzt, um mich hier hochzubauen. Das ist ja noch nerviger. Gut, gutes Gespräch. Wir können doch nicht fliegen, das habe ich wieder vergessen. Wird schon oben? Sind wir bald da? Komm, gehabt. Danke. Gen Osten wollen. Wo ist denn die Bumblebee? Da ist er. Die kleine Dicke. Voll süß. Ich weiß auch. Was? Was war das? Geh weg. Ich weiß übrigens auch noch nicht, was die Bumblebee uns geben kann. Ja, mit der Resourceful Bee-Mod habe ich mich noch gar nicht bewegt. Sieht interessant aus. Einfach so random oder gibt es hier was? Oh, hier gibt es. Chili Pepper. Aber sonst ist das einfach nur random, ne? Okay, cool. Hier sind überall diese Bögen, ne? Ach, krass. Oh, das ist ein Haus. Ich glaube, da wohnen nicht nur nette Menschen drin. Also Villager. Da wohnt gar keiner drin. Da wohnt nur Bumblebee drin. Da sollten wir vielleicht ein bisschen Schutz suchen für die Nacht. Nachdem ich den Kaktus mitgenommen habe. Für Green Dye.
Hallöchen, guten Tag, hallo, hallo. Ach, ich mag's, so Minecraft in den Welten einfach so rumzustreunern, ne? Ich finde, das gehört auch zu Minecraft einfach dazu. Dass man sich so die Welt ein bisschen anguckt. Ach, normal, so normale Villager wäre, ne? Ah, nee, so eine Hütte ist das. Heißt, hier gibt es wieder Kuchen für uns. Oh, schade, wir haben nicht so viel Hunger. Und Kohle müsste hier drin geben. Ja, Kohle gibt es drin. Und hier müssen es auch Rüstung und so. Wow. Ist ein Alchemical Collection. Okay. Weiß ich nicht, was es macht. Oh, ein Lied. Ja, nehme ich mit. Das nehme ich mit. Battle Jump nehme ich mit. Iron Ingot lasse ich hier. Ist hier was drin? Egal, nehme ich mit. Hier ist ein Bett. Wolle, wenn wir bräuchten. Aber ich würde meinen Schlafsack eher hier hinsetzen, weil ich will den Spawnpunkt hier nicht sitzen. Ist hier auch was drin? Auch Kohle. Cool. Und schlafen. Ah, guten Morgen, lieben Sorgen. Oh, jetzt habe ich die Tür auf. Ging es hier nicht noch weiter hoch? Ja. Ist nämlich auch meistens mal Loot drin, mit Glück. Oh. Viel hängt. Nee, gut. Ah, jetzt geht's wieder. Ja, wir haben auf jeden Fall Weed ohne Ende, ne? Mach mal eben kurz das Cobweb weg. Und pluff. Weed. Was? Oh, ich bin auf den Slab gekommen. Oh, das haben sie angepasst. Ey, ist kein Loot diesmal drin. Das ist strange. Ja, ein Goldblock, ne? Ich mit dem Goldblock. Die kommen hier rein. Die Melonenstücke nehme ich mit, ganz ehrlich. Das nehme ich auch eben kurz mit. Aber auch nur, weil ich daraus mir jetzt Brot machen kann. Dann können wir noch ein bisschen unterwegs sein hier. Das finde ich sehr, sehr schön. Müssen wir nicht direkt hier. Ups. Nicht direkt wieder zurück. Guck mal, hier 33 Brote. Das reicht doch hier. Auch die goldenen Äpfel nicht essen. Ehrlichst. Normalerweise gibt es ja auch mal einen Rüstungsständer drin. Oder war der hier unten? Ich hab mich. Ich und Leitern, ne? Also Leitern und ich. Hier was drin? Oh, hier ist auch nichts mehr drin. Das haben sie aber, da haben sie aber viel geändert an der Mod. Normalerweise war da überall immer Loot drin, ne? Weil war Hellseher. Oder ist einfach nur nicht vernünftig gespawnt. Guck mal, hier ist ein altes Netherportal direkt nebenan. Ah, damals in in Colonial Impact, ne, war das ja unser Starterhaus. Ne, das nicht. Wir hatten, da wo vorhin die Villager drin waren. Das war unser Starterhaus. Oh, Elefanten. Hallo. Guten Tag. Guten Tag. Und ich habe keine Stoßzähne mehr. Was ist los? Wieso habt ihr keine Stoßzähne mehr? Oh, einfach so. Okay, gut. Gen Osten. Ist hier oben irgendwas Spannendes. Ich glaube, jetzt kommen wir wieder so in Badlands-Biom rein. Obwohl ich hätte nichts dagegen, wenn wir nochmal so einen Wüstentempel finden, ne? Das war ganz angenehm. War eine nette Überraschung. Oh, sind das Baobab-Bäume? Warte mal, sind das wirklich Baobab-Bäume? Jo, das sind Baobab-Bäume. Ah, wir haben in Afterlife, haben wir doch direkt neben so einem Baobab-Biom. Wieso kriegt der Damage? Wovon kriegst du Damage? Ach, weil er in den Kaktus reinrennt. Du bist aber auch nicht die hellsten. Akazienbäume sind das. Ja, das wären Baobab-Bäume. Oh, Akazien. Ich meine, ja klar, es gibt Custom Tree Generation hier. Dank OTG. Ich hätte nicht gedacht, dass das wirklich Baobab-Bäume sind. Was ist das? Green Apple. Was? Obtain a Kaiser Blossom from Breaking. Okay. Wollte eigentlich nur einen Apfel haben. Toll, jetzt habe ich ja Karstenbäume und Skyris. Wetter. Ja, toll. Danke dafür. Das ist voll die. Oh, aber die. Blöcke sehen ja schön aus. Oh, falsch das, ne? Belegenblöcke nehme ich mit. Die sehen schön aus.
Hallo, Emu. Eine sehr schöne Ecke hier. Ey, Schleim haben wir, das ist schon mal wichtig. Oh, das wird uns so vieles einfacher machen. Ich gucke gerade nach einer bestimmten Sache. More Golems. Okay. Library? Was? Okay. Ist Blue Skies hier mit drin? Ich bin mir gerade nicht sicher. Nein, ist nicht. Okay. Blue Skies ist nicht mit drin. Gut. Ich war mir gerade nicht sicher, ob es im Modpack mit drin war oder nicht. Dann hätten wir nämlich auch schon halten können nach den Häusern von denen mit dem Portal drin. Oh gut, wenn es nicht drin ist, dann ist es nicht drin. Ist das matt? Ah ne, das ist brauner Terrakotta. So, dann gehen wir mal hier oben hin. Auch schon lange keine Waystones mehr gefunden, ne? Die finden wir irgendwie nicht mehr so oft. Ich meine, es gibt auch kaum Villages hier. Ah, schön aus. Aber Freunde, es ist schon wieder soweit. Wir sind schon fast wieder drüber. Wir sind schon wieder drüber. Huch, wie ist das denn passiert? Ich bin für heute erstmal raus. In der nächsten Folge gehen wir ein bisschen weiter Richtung Osten und gucken, was wir noch so finden. Nur solange wir Essen haben, können wir das ja machen. Und ich würde mich freuen, wenn wir uns in der nächsten Folge wiedersehen. Bis dahin, bleibt sauber. Bleibt gesund. Sonst komme ich und suche euch heim in euren Träumen. Dann, haut rein. Tschüss.